und gestartet mit der Erbsenernte 2020. Bei besten Bedingungen, wie man sehen kann, es staubt wie verrückt, haben knapp 30 Grad, die Sonne scheint, also ideales Druschwetter für die Erbsen. Und sehr erfreulich, die Erbsen haben sich gut verrankt, sind auch kaum ins Lager gegangen, so dass der Drescherfahrer mit einer relativ zufriedenstellenden Geschwindigkeit hier durchfahren kann. Diese perfekten Bedingungen ermöglichen einen optimalen Schnitt und Einzug des Druschgutes. Falls ein hoher Bruchkornanteil in der Druschware vorhanden ist, kann die Trommeldrehzahl reduziert werden und es sollte zusätzlich noch auf ein schonendes Abtanken geachtet werden. Hier in der Tabelle dargestellt die Dreschereinstellungen bei Erbsen, wie sie je nach Bestandesbedingungen eingestellt werden können. Und bei der Ackerbohnenernte muss man sich ein bisschen gedulden. In der Regel sind die Ackerbohnen 2 bis 3 Wochen nach dem Weizen druschreif. Das kann durchaus auch mal Ende August werden, je nachdem in höheren Lagen oder nach Aussaatzeitpunkt auch Anfang September. Die Stängel sollten eigentlich nur noch maximalen Anteil von 10% Grünstängeln haben. Das ist hier in dem Bestand, wenn wir hier mal seitlich dran gehen. Einmal wurde schon außenrum gemäht, sieht das relativ gut aus. Die Hülsen sind komplett schwarz. Man muss jetzt nur aufpassen, das kann man jetzt hier schon sehen, dass einige Hülsen schon aufgeplatzt sind. Diese Körner fallen dann natürlich aus. Also da haben die Leguminosen allgemein ein relativ enges Erntezeitfenster und da sollte man dann auch nicht zu lange warten, sonst muss man hohe Ausfallraten in Kauf nehmen. So, bei der Ackerbohnenernte muss man im Vergleich zum normalen Getreidedrusch ein paar Punkte beachten. Helmut, vielleicht kannst du ja einfach einmal kurz sagen, was du jetzt bei den Einstellungen im Vergleich zum Weizen geändert hast oder was so die wichtigsten Sachen sind, wo man beim Ackerbohnendreschen drauf achten sollte. Also ich habe jetzt bei den Ackerbohnen einfach Sojabohnen genommen, weil direkt Ackerbohnen hat er nicht. Und dann muss man es einfach ein bisschen probieren mit den Einstellungen. Dreschkorb ziemlich weit auf, Siebe relativ weit offen und dann muss man einfach mal fahren und probieren. Und den Rest sieht man dann beim Machen. Was noch problematisch werden könnte, ist, das kann Helmut vielleicht gleich noch mal einmal erklären, wenn die Ackerbohnen sehr klein sind. Dann bleiben die vor der Einzugsschnecke stehen und dann nimmt er immer so Haufen und dann hat man schnell vorne Zusitz. Wenn die lang sind, dann fallen die von ganz alleine da rein. Vielleicht noch eine Sache zur Geschwindigkeit. Was wäre da ideal bei den Bohnen oder was ist so jetzt deine Einschätzung? Also im Moment fahren wir ca. 6 km/h und das geht relativ gut. Dann bleiben die vorne wie eine Wand vor der Schnecke stehen so ein bisschen und dann hat man nicht so viele Verluste. Das Schneidwerk sollte so hoch wie möglich unterhalb der ersten Hülsen angesetzt werden. Die Erschütterungen der Pflanze durch das Schneidwerk werden so gering gehalten. Und ein frühzeitiges Aufplatzen der Hülsen und ein hoher Kornverlust werden vermieden. Je nach Bestandesdichte und Halmneigung kann ein loses Eintauchen der Haspel von Vorteil sein, wobei die Umfanggeschwindigkeit der Fahrgeschwindigkeit entspricht, um ein Zurückfallen der Stängel in den Bestand zu verhindern. Ein starkes Anpressen durch die Haspel kann vorteilhaft sein, um die Vibration des Messerwerks auf die Pflanzen gering zu halten. Wenn der Bestand sehr üppig ist, wählt man den Abstand zwischen Bodenblech und Querförderschnecke relativ groß mit 22 bis 28 mm, um die Förderwirkung des sperrigen Strohs zu verbessern. Sollen die Ackerbohnen als Saatgut oder auch für die Humanernährung verwendet werden, sollte man noch darauf achten, dass man möglichst hohe Fallhöhen beim Abtanken oder auch nachher in der weiteren Förderung vermeidet, da doch sonst das Erntegut geschädigt wird und die Keimfähigkeit sehr darunter leiden kann. Bei richtiger Einstellung des Dreschers und guter Behandlung des Erntegutes liegen die Bohnen wie im rechten Bild in ganzer Form vor. Bei stark gebrochenem Korn wie im linken Bild sollten Dreschkorbeinstellungen sowie Abbunkerbedingungen nochmal überprüft werden. Meist ist in diesem Fall der Dreschkorb zu eng eingestellt. Zu viele ungeöffnete Hülsen hingegen zeigen in der Regel einen zu weiten Korbabstand an. So, der eigentliche Erfolg bei der Ackerbohnen- oder auch Erbsenernte fängt aber auch schon bei der Aussaat an. Helmut, vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man da besonders drauf achten sollte. Ja, wichtig ist, dass das Saatbeet halbwegs glatt ist. Nicht immer diese Anschlüsse von der Sämaschine, weil man die Ackerbohnen relativ kurz mähen muss. Sonst schiebt da immer die Erde vorher. Und wenn möglich auch einen halbwegs steinfreien Acker.